Wir haben eine neue Verpackung. Die Qualität bleibt selbstverständlich gleich. Das ist nur eine neue Tüte. Der Kaffee da drin ist nach wie vor das, was er schon immer war. Sau lecker und sehr vielfältig. Jetzt sieht man es aber auch auf der Tüte. An der Verpackung ist einiges neu. Ich würde es in, ich glaube, 3 Punkten zusammenfassen. Das erste ist offensichtlich die Form. Wir haben jetzt nicht mehr die großen schwarzen Beutel, sondern wir haben jetzt Flat-Bottom-Beutel sozusagen, Standbodenbeutel, die besser in der Hand liegen. Dadurch kann man sie besser handeln. Und zweitens weniger Material benötigen und dadurch, dass wir die ja verschicken, weniger Platz brauchen, um sie zu verschicken und einfach weniger Material verbrauchen. Das ist nachhaltiger. Der zweite große Punkt ist das Material selbst. Das ist 100% recycelbar und zwar auch inklusive Etiketts. Das heißt, es ist das gleiche Material. Das heißt, es ist ein Monomaterial sozusagen im Ganzen und man muss das nicht trennen. Das ist ebenfalls gut für das Recycling und damit nachhaltiger. Das dritte ist offensichtlich die Farbe. Wir hatten bisher nur schwarz und haben in der Farbe mit dem Etikett gespielt und über die Jahre die Tüte zwar nachhaltiger gemacht, aber im Wesentlichen war es immer schwarz mit buntem Etikett. Das eine ist das Grün für alle Sorten, die wir das ganze Jahr überführen. Das Grün steht für die Farbe des Kaffees, wo er wächst, in den Wäldern Äthiopiens, in den Wäldern Südamerikas. Das Tiefgrüne der Kaffeeblätter spiegelt sich in dem Grün wider. Ebenso die Höhenlinien, die wir hier draußen sehen, spiegeln wider, dass Kaffee eben in verschiedenen Höhen wächst und davon auch der Geschmack abhängt natürlich. Stichwort Geschmack, das ist die zweite Tüte, super bunt, steht eigentlich für das, wofür Kaffee auch für uns steht. Diversität im Geschmack für die verschiedenen Flavors im Kaffee, hier deshalb auch diese bunte Banderole unten, die basiert auf dem Specialty Coffee Flavor Wheel. Und alles, was ihr in diesen Tüten hier findet, gibt es manchmal nur für ein paar Wochen, manchmal nur für ein paar Monate, ist auf jeden Fall limitierte Auflagen und so besondere Specials, die wir haben. Als Orientierung, falls ihr schon bei uns Kaffee gekauft habt, ist das Etikett, jetzt beispielsweise hier das Gelb für Tuleo, dieser Color Code nach wie vor sichtbar. Das heißt, wenn früher die schwarze Tüte mit einem gelben Etikett war, ist es jetzt praktisch die grüne Tüte und hier ist die Farbgebung immer noch gelb. Das heißt, diese Farben in dieser Banderole entsprechen den Farben der früheren Etiketten. Was wir auch gemacht haben, ist, nachdem wir auch unsere Kunden um Feedback gefragt haben, haben wir es ergänzt um den Röstgrad, weil das war etwas, was wir früher nicht drauf hatten bei unseren Kaffees. Und das haben wir jetzt ergänzt und so mit euch zusammen irgendwie versucht, ein Etikett zu entwickeln, was bessere Infos liefert. Wir stehen mit Coffee Circle nach wie vor für das, wofür wir vor 13 Jahren angetreten sind. Das heißt, Kaffee auf allerhöchstem Niveau, Specialty Coffee, direkt eingekauft von Kaffeefarmern. Sehr transparent, faire Wertschöpfungsketten. Wir zahlen mehr, weil wir direkt einkaufen. Wir können mehr zahlen. Plus wir geben 1 Euro pro Kilogramm nach wie vor zurück und haben damit mehr als 750.000 Menschen bisher erreicht, mehr als 4 Millionen Euro investiert. Und das ist nach wie vor in der Tüte drin, das Konzept. Und der Geschmack wirkt jedes Jahr besser. Und das wird die Tüte jetzt widerspiegeln. Das Bag steht für mich eigentlich für die nächsten 10 Jahre.